Hallöchen, und da sind wir wieder aus dem wunderschönen Huttenpalast von Onkel Broga hier auf Quesch. Juhu! Hey! Wir klatschen Sif und machen Imperiale. Dinge kaputt. Also dasselbe wie immer. Und Sachen. Hier ist überhaupt kein blaues Dings. Nee, ist vielleicht vor der Tür noch so ein blaues Ding. Das Law Object war auch nicht hier, oder? Nee, das war in einem anderen Palast. Na gut. Nee, ich meine die Kisten, die wir kaputt machen. Sind hier draußen nicht noch ein paar? Ja. Was weiß ich? Rate, wie oft ich diese Quest gemacht habe. Du sag mal, Flo, war das hier oder war das der andere Palast, wo draußen was stand? Glaub, da hinten hier, links oder? Da hinten links ist ein Champion. Okay, können wir ja mal belegen. Wo seid ihr? Draußen? Vor der Tür. Ich habe da gerade noch zwei Gruppen kaputt gemacht. Wir haben 29. Bist du noch, ihr habt jetzt zwei gemacht, während ich nicht in Reichweite war. Standst du eben neben uns? Nein, ich bin da die andere Seite hochgegangen, weil ich dachte, so, da ist noch was Blaues. Und dann war das ein imperialer Wachmann, der neben uns stand. Das war quasi dasselbe. Na, er hat ein Hemd an. Ja, nee, das fällt dann raus. Man nannte ihn auch Captain Striptease. Ihr seid ja nur neidisch. Ich habe auch nicht wirklich ein Hemd an. Ich frage mich auch, was, wo das die Verteidigungswerte haben oder was ich da sage. Das ist eine WoW-taugliche Damenrüstung. Je epischer die Sachen wurde, die meine Kriegerin getragen hat, desto weniger hatte sie an. Das waren hinterher nur noch so Nippelschützer. Da bin ich ja froh, dass sie das bei Herr der Ringe nicht gemacht haben. Platin. Tier 10, so Schweineöhrchen auf den Schultern. War ich einer der wenigen auf den Schultern? Ja, also so Schweinefressen auf den Schultern mit Stoßzähnen und Ohren und allem drum und dran. Okay. Das Schulterpolster. Weil ich einer der wenigen Kriegerin war, die gut fanden. In Rot. Kisti ist da. Lass mich raten, irgendjemand wird sich gleich draufstürzen, weil es blau ist. Richtig, ich geh da mal. Hey. Hab. Du bist gemein. Hab. Bist du mein Level Up? Nein, noch nicht ganz. Oh, das hat gerade genau fürs Achievement gereicht. Schön, schön. Yay. Uhu. Ja, weil es auch genau zwei Leute waren, die man umhauen musste. So, was braucht man noch? Du brauchst noch einen oder zwei? Richtig. Einen. Achso, nee, das, was ich gerade gemacht hatte, war das 100 Imps auf Quest Achievement. Du hättest nicht gereicht, hier wäre noch mehr. Ja. Es kommt zum Glück auch immer frischer Nachschub. Bin schade, dass es keine insgesamt NPC-Kill-Statistik oder sowas gibt. Das hätte mich mal interessiert, wie viele Planetenpopulationen wir da schon ausgelöscht hätten. Das erinnert mich wieder an diese Statistik in WoW: Tode durch Hogger. Großartig. Es wurde ja auch Tode durch den Fahrstuhlboss wurde ja auch eingeführt. Echt? Ja. Kennst du den Fahrstuhlboss hier noch in Blackwing Descent? Ich hätte jetzt an Echsenkessel gedacht. Ja, der auch. Der ist auch fies, aber der... Der war tödlicher als jeder Boss bei uns damals. Echsenkessel klingt interessant. Wie klingt... Was ist das? Das ist, eine Kanalisation mit Echsen drin. Ja. Okay. Und Dingen und Sachen. Lass mal porten zum Kriegslager. Mit meinem Lieblingsboss, Lurker. Zu welchem? Wo wollen wir hin? Kriegsaußenposten. Achso. Reden wir mit Gunvaro im Tatufta. Da gab's doch wieder derbe auf dem Popo, ne? Das ist ein Gree, ist das? Nee, das ist kein Gree. Das ist ein Itorianer. Die Tanks wurden zerstört. Victorina Nanatuta. Aber auch ziemlich kopflastig.
Die Wanawanga Blasto Chi. Warum spricht der eigentlich Hutisch? Ich meine, normalerweise haben Itorianer eine eigene Sprache. Graz. Yay! GZ. GZ. Gott, gar nicht drauf geachtet. 44 ist sie inzwischen. Meine Fresse. Haha. Bam! So, berichten wir wem? Ja, kehr zum Kriegsaußenposten zurück. Zum Kriegslager zurück. Schön. Warte mal. So. Oh no, Sith. Das wussten wir ja gar nicht, dass es passieren würde. Goldener Stern. Ein Stern. Also ich bin überrascht. Der keinen Namen trägt. Tun wir wenigstens so, als wären wir überrascht. Ja, total. Wo waren Sis? Ach, da auf dem Boden. Ach, da bin ich reingetreten, alles klar. Bowie, Swiffer mal. Chonki Fakota, Chihopoda, Chiotovo Kise. Oh, hottisch. Zur Abwechslung. Meine Güte. Ich hatte mit Ärger gerechnet, als der Kontakt zu Broga und Majotrik abgebrochen ist. Aber das hier habe ich nicht kommen sehen. Bono Najatu, Netutu Broga. Wie die immer so. Vor allem, weil draußen alle noch entspannt waren, ne? Ja, ich finde das aber immer geil, wie bei jeder Quest dieses Schlags irgendwie. Seid gegrüßt, General. Lord Kashmali! Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, bis die Sith in den Krieg eingreifen. Ihr seid sicher der Abschaum, von dem ich schon so viel gehört habe. Satan, konntet ihr ist wieder Besseres da. Finden, Corvin? Ihr habt mein tiefstes Mitgefühl. Sehe ich etwa traurig aus? Versucht's nochmal, Spinner. Ich muss euch zu meinem großen Bedauern mitteilen, dass euer verehrter Diener und Kriegsheld Major Trieg die Seiten gewechselt hat. Ihr steht mitten in seinem Werk. Er hat seine eigenen Soldaten umgebracht, um Broga zu mir zu bringen. Ich halte den Hutten in eurer ehemaligen Giftmine fest. Ein weiteres Geschenk von Major Trieg. Es sind wirklich schon genug Worte gefallen. Habe ich euch aufgebracht? Tut mir leid. Wollt ihr die Zeit zurück? Dann kommt zur Mine und holt sie euch. Meine Tür steht immer offen. Das war doch so ein alter Schatten-PvP-Helm, oder? Sehen sollen. Mhm. Nee, generell, das war, glaube ich, der Schattenhelm. Ja, okay. Oder, ja, Asa, präziser. Mhm. Glaubt ihr, dass dieser Sith die Wahrheit sagt? Tree könnte auch ein Gefangener sein. Das würde die Lage nicht minder aussichtslos machen. Quash ist so gut wie verloren. Uns bleibt nur wenig Zeit, um wieder die Kontrolle zu erlangen, bevor das republikanische Kommando uns zurückbeordert. Wir müssen Lord Magras aufhalten. Und wenn der Major sich gegen uns gestellt hat, müssen wir ihn zur Rechenschaft ziehen. Er hat uns voller Schadenfreude kontaktiert und uns dann aufgefordert, ihn aufzuhalten. Das ist 1:1 aus dem Verbrecherlehrbuch. Natürlich ist das eine Falle. Aber uns bleibt keine andere Wahl, als hineinzulaufen. All unsere Hoffnungen ruhen jetzt auf euch. Findet Lord Magras und Major Trieg. Beendet diese Angelegenheit und rettet Broga, wenn möglich. Ich kehre zur Basis zurück und warte auf euren Bericht. Viel Glück. Aber Trieg ist doch auf meinem Schiff. Oh, das ist immer so toll. Wir müssen die Falle auslösen lassen. Was also immer so toll ist, wir sind hier gerade mit einer Quest fertig und die kommen völlig aus der Puste angejoggt als... Mhm. Und zwar bei jeder Quest eigentlich, wo irgendwie solche Personen involviert sind. Ja, und nee, aber denken wahrscheinlich die ganze Zeit nur, dass zu Hause der Kaffee gerade kalt wird. Ja, genau. Nee. Aber der Schattenhelm, also selbst der vom normalen Hexer, der ist ja auch schlimm. Das war also dieser Spitzhelm mit Maske. Ja. Ne? Den fand ich eigentlich nur halb so schlimm. Also so an meinem Body Type 1 Hexer war er damals noch, fand ich es gar nicht mehr so verkehrt. Sieht aus wie der Rocketeer, aber... Ja, nee. Es geht nicht. Es sah so ein bisschen aus wie Darth Barras mit Partyhütchen. Ja, nee. Darth Barras Bodytype 1?
Wie kommst du nur darauf? Nee, die Maske meine ich. Ah. Naja, also ich weiß nicht, wie gesagt, Hexer ging nicht, Assa ging auch eigentlich nicht, das kannst du auch nicht antun. Krieger war geil. Krieger war episch. Mercenary sah aus wie irgendwas, das ist eine Mischung aus irgendwas, was man auf der Straße überfahren und vom Restmüll genommen hat. Boah, das fand ich nicht so verkehrt. Und das vom Sniper beziehungsweise vom das fand ich total Operative, das fand ich auch. Es ging, es war also der Helm okay. war gruselig. Also das war ja wirklich einfach nur quasi eine Latexmaske mit aufgemalten Augen. Im Ernst? Was mir gefallen hat, war das vom Schmuggler. Das hatte halt so wirklich was Schmugglermäßiges. Das Ritter mit dem Cowboyhut? Ja, das ist mit dem Cowboyhut, genau. Sei gestunt. Bam. Also mit dem Runden, nicht mit dem Dreieckigen, das war ein Set später. Also das vom Krieger fand ich gut. Das ist nach Kata Kogumi. Ja. Das vom Ritter fand ich gut. Ja, es hatte ein bisschen überdimensionierte Schulterstücke, aber sonst fand ich es nicht verkehrt. Das fand ich ja gerade so gut. Das war so eine einzigartige Gurte, finde ich ein bisschen schade, dass es nicht gut. Und das vom Krieger, das erinnert mich irgendwie so an die jetzigen Kybernetik-Dinger, so ein bisschen. Ja, genau. Ja, also was halt auch noch überhaupt nicht ging, finde ich, war das vom Gelehrten bzw. Schatten. Die Bananenklamotten. Genau, das Bananenset. Also im Ernst. Ich glaube, da gibt es sogar noch ein Video hier auf dem Kanal, wo Nafon mit dem Ding unterwegs war. Irgendwie damals PvP auf Tatooine oder so. Ich fand das gar nicht so extrem schlimm. Okay, sagen wir mal so, an meinem männlichen Bodytype 4 Sith sah es echt beschissen aus. An Bodytype 2 Mädel auch nicht viel besser, Kijaru. Ich hab eins. Quatsch, Marva sah da echt scheiße aus. Ja, es sah wirklich aus, als hätten die da irgendwelche Bananenschiffchen dran getackert. Topflappen. Oder so. Die Handschuhe sahen aus wie Topflappen. Da fehlte nur eine Kasserole mit Auflauf. Ja, also ich bin einer von denen, die jetzt die neuen Sets, also hier Oricon und sowas, gar nicht mal so uncool finden. Vor allem da die jetzt von vornherein adaptiv sind und man sich da die Sets zusammenstellen kann. Naja, die sehen alle gleich aus, das ist nur zusammenstellen. Ach, die haben schon interessante Unterschiede. Da kannst du eine ganz nette Kombi rausmachen. Also da bediene ich mich lieber weiter aus dem Kartellmarkt. Würde ich ja, gerade sagen, also ich finde ich auch schrecklich. Oder halt einfach ich hätte nur so gerne, die ganz klassischen Herstellbaren. Also ich würde es sofort kaufen, würde es das Krieger-Rakata-Set im Kartellmarkt geben. Ja, glaube ich. Ich habe es ja weggeschmissen, ich könnte mir immer noch Ohrfeigen dafür. Ich habe vom das Kampfmeister-Set von ja von Gelehrten, der ist auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie das aussah. Das Krieger-Kampfmeister-Set von dem Kleid. Kriegerkampfmeister, das war glaube ich das auch so relativ metalllastig, aber hatte irgendwo Stoffteile so im Rücken oder so, ne? Das hatte Stacheln auf den Schultern. Ja, ah ja, genau, Stacheln auf den Schultern und irgendwie das so ein bisschen Kapuze. Ein Krieger, wenn du auf dem Rad triffst, ja, da haben welche das an. Ja, und hier auf Rap-Seite steht irgendwie bei Morra so ein Named in Sobrik da drin. Der hat das an, 1:1, glaube ich. Mhm. Sah auch ganz cool aus, aber ich finde das Rakata-Set immer noch am besten. Ja, ja und Rakata-Soldat, abgesehen von dem Larvenhelm, ging's, finde ich. Sah halt wirklich aus, als würdest du. Lass mal einen Meter zurück, ich glaube, wir haben hier was übersehen. Da gab es noch einen Bonus mit Leute heilen. Wenn ihr die umgebracht habt. Aber das ist das Rakata-Set vom Soldaten, ist doch eigentlich das, was man ab vom Helm jetzt auf Sek-X kriegen kann, ne? Ja, genau. Also, irgendwie kleinen Unterschied gab es noch, ein Teil war anders. Ich weiß gerade nicht, ob die Schuhe oder Handschuhe. Also, ja, der Rakata-Helm, der ist schön. Bei dem Soldaten. Boah. Naja, war nicht so meins. Also, da fand ich dann, was danach kam, hier Kampagne, das so mit den Atemstücken ein bisschen interessanter. Oder war das Kampagne? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt. Das mit den komischen Schläuchen da. Ja, das Kampagne. Achso. Als ich das Kampagnen-Set gesehen habe, beim Krieger, habe ich so gedacht, so dein Kopf so HR Geiger passt. Und dann der Rest, eine Mischung aus Superman und Captain Planet und nee, das war's dann. Die kann ich bestimmt gebrauchen. Schön. Ja, also wir haben jetzt Gegengift mitgenommen. Um die NPCs hier zu heilen, die in der Gegend rumsitzen. Das eine ich habe gerade alle meine Giga-Poster vor Augen.
Also ich habe früher immer Giga geschaut, aber ich glaube, wir reden von was Unterschiedlichem, oder? Ja. Das ist der, Das nette Alien Mann, der hat. Alien auch gemacht hat. Und sehr viel biomechanische Sachen. Mhm. Ein Kumpel von mir hatte damals auch ein richtig geiles Tattoo, das auf Giga-Motiven basiert ist. Der hat richtig kranke Sachen gemacht teilweise, aber wirklich großartig. Alles super ästhetisch, was der gemacht hat. Ja. Aber super verstörend. Ja. Mhm. Auch so mit Babykörpern und so die Maschinen, Stühle, die der gemacht hat. Sachen und sowas. Und der hat auch Stühle gemacht. Mhm. Es gab auch eine Giga-Bar, ne? Oder Giga-Kneipe sogar. Und er hat einen Oscar fürs Alien gekriegt, daher ist er eigentlich bekannt geworden. Vorher hat ihn eigentlich. Ich glaube, der wurde vorher gar nicht so wirklich wahrgenommen. Nee. Der ist gebürtiger Österreicher, meine ich. Mhm. Und in Wien gab es dann nämlich dann, nachdem er so gepusht wurde, gab es dann da diese Bar. Da habe ich nicht auch gesagt, also das wäre auch noch was gewesen. Aber die ist. Irgendwann war die dann mal geschlossen und dann haben sie nochmal aufgemacht und mittlerweile ist sie aber wieder zu. Nee, irgendwo habe ich hier noch so eine Postermappe, so mit Kunstdrucken. Cool. Da waren halt auch richtig, richtig geile Sachen mit bei. Teilweise teuer, das Zeug. Ja, arschteuer. Also ich habe das von Benny abgestaubt, von einem Arbeitskollegen von mir. Der hatte das und hat gesagt, bevor er das irgendwem gibt, der es für 3 Euro dann noch ersteigert. Weil die hatten halt alle schon mal gehangen, die Poster, ne? Waren halt dann zerstochen an den Ecken. Und bevor er das für 2-3 Euro irgendwo versteigert auf eBay Kleinanzeigen, meint er, gib das mir, ich wüsste es zu schätzen. Ich sage, ja, will ich, an mich ran. So, jetzt müssen wir nur noch Typen heilen, ne? Ja. Ich habe keine verbündeten NPC-Namen an, also kann sein, dass ich einen übersehe. Weiß nicht. Wir haben das auch nicht. Ich sehe von hier einen. Ja. Ich sehe zwei. Schiel nicht so. Genau, da haben wir dann alle. Wow. Robby Tobby und sein Flieger-Typ. Bitte was? Ach, nix. Du hast, glaube ich, nie die Augsburger Puppenkiste geguckt. Doch, aber das konnte ich gerade nicht zuordnen. Wo kommt das da ja überhaupt? Ich weiß nicht. Robby Tobby und sein Flieger-Typ. Müsste. Dann kenne ich zumindest das nicht. Du bist zu jung. Jep. Der arme Kleine. Also Augsburger Puppenkiste assoziiere ich vor allem mit Urmel und wie hieß der, Jim Knopf? Jim Knopf ist richtig, aber Urmel ist, glaube ich, nicht Augsburger Puppenkiste. Doch, Urmel ist auch Augsburger Puppenkiste. Ja? Katze mit Hut kenne ich vom Namen, habe ich nicht gesehen. Dann gab es noch dieses, hieß das der Bratapfelplanet? Ich glaube schon, ja. Mit den Apfelkern-Aliens. Und dann gab es noch die Blechbüchsen-Armee. Irgendwo bestimmt. Du kannst das auch teilweise, kannst das wirklich auch auf DVD kriegen. Also Urmel habe ich, weil die drei Kleinen von meinem Bruder das überhaupt nicht kannten, wirklich mal auf DVD bestellt. Wie hat er den denn hingekriegt? Mit dem Tieflader? Ihr bekommt eine kleine Pause, Rutte. Wir haben Besucher. Hier sind Haufen Ballons dran gehängt. Major, bitte begrüßt unsere Gäste. Na, guck mal, Tieflader. Es ist doch wohl offensichtlich, dass ich überlegen bin. Oh, wie tapfer. Faszinierend. Kein Wunder, dass Trick genug von der Republik hatte. Die Republik ist krank. Unentschlossene Schwachköpfe wie Corvin sind General, während Leute der Tat übergangen werden. Trotz all meiner Talente und Dienstjahre wäre ich in der Republik als Major gestorben. Das Imperium gibt mir eine ganze Flotte. Das Imperium steht nicht gerade für das Prinzip der Gleichheit. Sie werden einem Sabrak niemals echte Macht geben. Das stimmt. Es war wirklich äußerst töricht von euch, alles zu glauben, was ich euch versprach.
Das war pures Quetschgift. Tötet sie, dann bekommt ihr das Gegenmittel. Scheitert und ihr sterbt. Haben wir nicht literweise Spritzen mit dem Gegenmittel dabei? Haben wir gerade an irgendwelche Zivilisten verballert. Entschuldigung, hab das letzte ausgetrunken. Hat es gemundet. Ab. Der hat sich ja echt heroischst gewehrt. Ich dachte, das wäre eine Elite gewesen und nicht so eine einfach ein Signature-Nulpen. Sportlich, sportlich. Ja. Nicht, dass du dir was aushängst dabei. Das sah gerade wirklich ein bisschen gefährlich aus. Ja. Der ist gelenkig, der hat geübt. Ich hätte Ihnen nicht trauen dürfen. Bitte. Ach. Vergib mir. Ihr kommt vor ein Kriegsgericht. Das wisst ihr hoffentlich. Danke. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Entschuldigung? Die Wirkung war aber flott, ne? Ja. Weiß das Imperium jetzt, wie man das Quash-Gift verarbeitet? Verstärkung! Danke nochmal. Für alles. Hat der eigentlich einen Reifenschwung? Auf meiner Liste. Der Porgen? Ja. Das hab ich. Eine Reifenspur im Gesicht tätowiert? Nein. Nee, da hat aus Versehen Warten mal mit einer Axt zu weit ausgeholt und weil die Narbe so hässlich war, musste er das dann einfach übertätowieren. Ja, so macht man jetzt, das jetzt. Wir sind jetzt fertig, oder? Wir sind quasi fertig. Noch ein paar Quests abgeben und einen Datacron holen und dann sind wir mit Quest durch. Aber da war das böse Wort mit D. Durch. Aber das machen wir beim nächsten Mal, denn die Zeit ist schon wieder rum. Bis dahin, stay frosty. Bye, bye. Tschüss.